Start beginning to fade, and I lead the parade. Just a wishing I'd stayed a little longer, Lord, don't you know? Ja, hallo Freunde. Ich möchte an dieser Stelle mal meine Breitbandlautsprecher vorstellen. Das sind also Full Range, die also den gesamten Frequenzbereich abdecken. Angefangen von den tiefsten Frequenzen. Also diese kleinen Lautsprecher sind tatsächlich in der Lage, auf 50 Hertz wiederzugeben. Das liegt an dieser Transmission Line Technik. Das ist also ein spezielles Gehäusekonzept, welches ich hiermit umgesetzt habe. Das ist also sozusagen auf den kleinen Breitband voll zugeschnitten. Und da können wir nachher mal ein bisschen näher drauf eingehen. Die Box hier nennt sich Piccolino 2. Das ist mal ein Bausatz gewesen von der Hobby HiFi. Sind allerdings schon ein paar Jahre her. Und betreiben durch diese kleine Box über einen Röhrenverstärker. Das ist hier der Magnat RV2. Das ist ein Vollverstärker, der also auch eine eingebaute Vorstufe hat. Also Endstufe und Vorstufe, deswegen Vollverstärker. Und ja, der hat eine Ausgangsleistung von 250 Watt und die Lautsprecher, die haben eine Belastbarkeit von ca. 22 Watt. Das heißt, da kann man schon ordentlich Pegel mitmachen. Klar, sie erzeugen jetzt nicht so den Schalldruck. Aufgrund der Membranfläche ist das ja auch kaum möglich. Aber immerhin können wir hiermit schon die Zimmerlautstärke deutlich überschreiten, ne? Also die Zimmerlautstärke liegt sowas bei 3 bis 5 Watt. Und mit 22 Watt kann man sich ausmalen, da kann man auch schon ganz gut laut Musik hören. Ne? Wenn auch nicht gleich so extrem wie hier mit den Klipsch. Natürlich sind die kleinen Piccolinos nicht so pegelfest, ganz klar, da braucht man gar nicht drüber reden. Aber wenn es darum geht, ich sag mal, den Stimmbereich abzubilden oder auch ein Klavier, also insbesondere für Jazz, da sind diese Lautsprecher auch sehr gut konzipiert. Sie werden sogar als Jazz-Lautsprecher bezeichnet. Und ja, die machen das ganz, ganz erstaunlich gut. So, wollen wir uns gleich mal anschauen, wie diese Gehäuse zusammengesetzt sind, wo die Vor- und Nachteile liegen und so weiter. Dann bis gleich. Ja, ich bilde das jetzt einfach mal hier bei dem Monitor ab. Das flimmert so ein bisschen, aber verzeiht mir da, ich bin da nicht so professionell. Also das ist, haben wir hier die Rückwand mit dem Deckel, der ist eingefräst. Und das ist ein Bausatz gewesen, da komme ich gleich noch drauf zurück. Auch hier der kleine Treiber, der ist hier auch eingelassen in die Schallwand. Die Verkabelung, die Anschlüsse, das war alles dabei. Auch der Sperrkreis, den habe ich allerdings bewusst weggelassen. Und auch dazu etwas später. Also hier kann man sehen, das sind die Seitenteile. Hier sind schön die Fräsarbeiten schon passiert, so dass man im Prinzip die Bretter nur noch einsetzen musste, also verleimen und einsetzen musste. Es war also sehr, sehr passgenau. Ich war wirklich überrascht, wie genau das Ganze verarbeitet wurde. Und es war natürlich sehr in meinem Sinne, ne? Das ist ganz klar. Ja, hier ist noch ein Dichtungsband, das ist hinterher für den Deckel, der dann mit dem Terminal hinten verschraubt wird. So, ja, das ist einmal die eine Box, hier haben wir die andere. Also hier ist ganz bewusst die Schallwand etwas dünner, nämlich aus dem einfachen Grund, weil wenn man den Treiber einsetzt, und der muss ja auch den Schall nach hinten abstrahlen, der hat hier übrigens einen Weg von ca. 60 cm, bis er dann hier vorne austritt. Und naja gut, also damit der Schall vernünftig nach hinten abgestrahlt wird, hat man ganz bewusst die Schallwand hier vorne etwas dünner gemacht, damit hinten nicht nur so ganz minimale Schlitze entstehen, wo sie dann möglicherweise vielleicht sogar noch Pfeifgeräusche oder irgendwas anderes ergeben könnten oder ganz einfach die Membranfläche nach hinten nicht mehr ausreichend wäre, um dieses Gehäuse noch zu sättigen. Ne? Also hier kann man auch sehen, das ist so ein bisschen konisch gefräst, so dass wir also möglichst viel Schall auch nach hinten abgeben können, ohne dass es da durch die dicke Schallwand irgendwie zu Benachteiligung und Beeinträchtigung kommen. Ne? Ja. Hier das Ganze noch einmal. So, ja,
Hier war schon so ziemlich alles verleimt, bis auf eine Seitenplatte, weil es muss ja noch eine Dämmung passieren. Und dazu jetzt einmal. So, hier liegt die Box noch einmal. Okay. Ja, hier hätte ich einfach mal den Treiber so eingesetzt, um zu gucken nach der Passgenauigkeit. Das war wirklich fantastisch. Ja, hier kann man also schön sehen, dass hier noch genügend Membranfläche zu sehen ist aufgrund der Schräge hier. Ne? So kann also der Treiber wirklich noch optimal nach hinten abstrahlen, ohne dass er durch die dicke Schallwand beeinträchtigt wird. Ja, hier bin ich dann angefangen, die Gehäuse auch zu dämmen. Das war nach dem Bauvorschlag so vorgegeben. Das ist so ein Dämmmaterial, das ist selbstklebend. Das schneidet man sich einfach passend und klebt es dann da ein. Die eine Box hier, die andere. Also wie gesagt, wir haben hier 60 cm Schallführung. Das Ganze nennt sich Transmission Line. Und hier vorne haben wir dann den Austritt sozusagen. Also wir haben es hier, es gibt ja mehrere Konzepte für Transmission Line, aber hier ist es so, dass wir sehr breit anfangen und dann verjüngt sich das immer weiter. Ne? Dadurch baut sich dann sowas Ähnliches wie eine Kompression auf. Und hier ist dann letztlich der Austritt. Es gibt auch genau Gehäuse, die andersrum funktionieren, ne? Die also immer weiter werden. Das ist dann ein typisches Hornprinzip sozusagen, nennt sich aber auch, glaube ich, Transmission Line. Ja, hier ist auch noch die Seite mit dem Material versorgt, ne? Ja, das ist das Bild, das ist von heute. Da habe ich schon die Treiber eingesetzt und hier habe ich schon die Terminals hinten für den Anschluss schon mit eingearbeitet. Normalerweise kommen hier ja noch die ganze Elektronik rein. Weich ist das nicht, das ist ein Schwerkreis, der ganz bewusst eingesetzt wird, um die Mitten in einem bestimmten Bereich so ein bisschen abzusenken. Dazu dann gleich nochmal. Ich wollte die ganz bewusst nicht einbauen, weil das sind riesen Oschis, gerade die Kondensatoren, die nehmen so viel Platz weg. Ich hätte auch Angst, dass dieses Transmission-Line-Prinzip dadurch so ein bisschen benachteiligt würde. So. Ja, so sieht es dann aus. Hier so ein paar Filzfüße drunter geklebt, ne? Mhm. Einfach mal provisorisch aufgestellt. Ich habe ein paar Ständer noch oben auf dem Dachboden, aber das wollte ich mir erstmal nicht antun, weil sowieso hier vorne alles so vollgestellt ist. Und ich muss da erstmal wieder ein bisschen Platz schaffen. Sieht alles momentan so ein bisschen unordentlich aus. Das liegt einfach daran, dass ich viel experimentiere mit Streamern, mit DAX, also mit Digital-Analog-Konvertern und. Verschiedene Verstärker, die Kombination und so weiter und so fort. Und dadurch, naja, bleibt die Ordentlichkeit so ein bisschen auf der Strecke. Ja, das ist einmal hier der Treiber. Jetzt müsste ich gleich mal nachgucken, wie der heißt. Also ehemals war das ein FIFA, mittlerweile heißen die wohl Perles, aber die genaue Bezeichnung suche ich gleich mal eben raus. 9 cm Membrandurchmesser. So, hier einmal der Bausatz als Zeichnung. 335 mm. Also 33,5 cm hat die Box an Höhe. 182 ist die breit. Ja, hier sehen wir einmal, wie der Sperrkreis funktioniert. Das heißt, mit dem Sperrkreis, da wollen wir die mittlere Spitze so ein bisschen absenken, so dass der Frequenzgang insgesamt linearer wird. Hier sehen wir also einmal die Spule, dann haben wir hier den Kondensator, das ist ein 15 Mikrofarad und dann haben wir hier noch einen Widerstand, der ja diese Spitze so ein bisschen absenkt. Ne? Das Ganze, das wird hier eingebaut in den Plusbereich. Ja, hier sehen wir den gesamten Sperrkreis. Hier haben wir einmal so eine Luftspule. Dann haben wir hier den Widerstand. Und hier ist der riesen Kondensator mit 15 Mikrofarad. Das ist ein sehr hochwertiger. Allerdings nehmen diese Bauteile, wenn man das mal so meine Hand hat, nimmt im Vergleich, dann sieht man mal, wie groß die sind.
Das heißt, die würden die Schaltführung schon ein bisschen beeinträchtigen. Ich bin da wirklich am Überlegen, ob ich die eventuell ganz weglasse, weil ich muss jetzt erstmal wirklich Probe hören, eine gewisse Zeit lang, diese kleinen Piccolinos. Und danach werde ich dann entscheiden. Ich kann die auch von außen mal mit anschließen, diesen Werkkreis, einfach mal um zu gucken, bringt das jetzt deutlich etwas. Also es ist für mich jetzt eine Klangverbesserung in dem Sinne, weil ich mag es sowieso eigentlich, wenn die Stimmen so ein bisschen betonter werden. Und von daher kann ich mich auch möglicherweise dran erfreuen, die Box so zu lassen, wie sie ist, und diese ganze Elektronik, obwohl sie recht hochwertig ist, einfach rauszulassen. Millihenry. Mundorf. Ja, schon was sehr Hochwertiges. Ja, hier haben wir jetzt auch mal den Sperrkreis. Das heißt mit Elektronik. Da gibt es auch nochmal wieder zwei Möglichkeiten. Das eine ist ein bisschen scharf stellen. So. Ja, kann das kaum sehen mit meiner Brille. Als 10 Millihenry Spule. Und 4,7 Mikrofarad Kondensator, das wäre dann, naja, das wäre dann hier der Verlauf. Ganz ohne Sperrkreis, das wäre der hier oben, das heißt, hier sehen wir so eine leichte Spitze im Mittenbereich, liegt so bei 2000 Hertz circa, 2000 Hertz, ja. 1000 bis 2000 Hertz, sowas in dem Bereich, geht durch bis 5000, also rein im Mittenbereich, ne, kann man sagen, der ist davon betroffen, da haben wir eine leichte Anhebung, aber ich sag mal, mit der Absenkung verschlechtert man sich auch den Wirkungsgrad wieder so ein bisschen, ne? Und noch dazu kommt ja, dass die Röhrenverstärker es ja möglichst einfach gestrickt haben möchten, das heißt, so ein Röhrenverstärker, der arbeitet natürlich am besten, wenn er kaum Widerstand hat, beziehungsweise kaum Elektronik im Lautsprecherbereich. Ne? Das heißt, hier ist der reine Treiber direkt angeschlossen, ohne Frequenzweiche, an dem Röhrenverstärker. Ne, so mögen es die Röhrenverstärker halt am liebsten, möglichst einfach gestrickte Lautsprecher, möglichst keine drei- oder vierwegsysteme, sondern optimal wäre in dem vielleicht im Fall vielleicht ein Breitband, ne? Also ein Full Range, so wie dieser kleine hier, Piccolino 2. Ebel Holztechnik, da habe ich den Bausatz her und man kann hier sehen, das ist ein Auszug aus der Hobby HiFi 5. 2007. Na, die Box, die hat ein Volumen von 8 Litern und der Frequenzgang, der beläuft sich auf 50 bis 28 Kilohertz. Das heißt, diese 50 Hertz, die sind schon wirklich beachtlich, na, aufgrund des Gehäuseprinzips. Ist es durchaus möglich. So, jetzt schauen wir uns mal die Bilder an. Es gibt hier 9 Fotos. Die Box, die haben sie auch eine Zeit lang verkauft in Multiplex. Diese Bausätze in Multiplex haben sie aber nicht mehr da. Die sind auch nicht mehr bereit, die Maschinen dafür noch anzuschmeißen, um Multiplex zu fräsen. Sondern man hat mich auf einen Bausatz verwiesen in MDF. Und der war halt noch vorrätig. Ja. Und die meinten, das wäre viel zu aufwendig, wenn man jetzt nochmal die Maschinen dafür anschmeißen würde, sondern ich sollte doch bitte einen vorgefertigten Bausatz nehmen, das habe ich dann auch getan. Und ich habe mir ja lackiert und insofern alles gut. Hätte ich jetzt Multiplex gehabt, hätte ich es wahrscheinlich in Natur gelassen. Da muss man natürlich sehr sauber arbeiten, aber das hätte ich dann billigend in Kauf genommen, ne? Ja, hier nochmal die Maße, also die Breite beläuft sich auf 180 mm, dann die Höhe 333 und die Tiefe sind 238 mm. Ja. Also hier kann man noch gut lesen. Piccolino 2 verwöhnt ihre Zuhörer mit souveräner Tonalität und frappierender Räumlichkeit. Na, das kann ich jetzt erstmal so wiedergeben, voll und ganz. Wobei die Lautsprecher jetzt aber noch eingespielt werden müssen und in der Phase befinde ich mich jetzt gerade, die haben ungefähr jetzt 2 oder 3 Stunden Spielzeit hinter sich, das ist natürlich erstmal noch gar nichts. Ne? Also zu dem Preis, ich habe jetzt den High-End-Bausatz genommen, das heißt, da sind schon die hochwertigen
Folienkondensatoren mit drin und diese Luftspule von Mundorf und alles ein bisschen hochwertiger. Habe ich, glaube ich, bezahlt 340 Euro sowas. Ne? Das geht eigentlich. Ich meine, das Holz als solches, nur das Holz ohne Dämmmaterial, ohne Treiber und, da ist man ungefähr so bei 150 Euro. Ich bin mich da jetzt auch nicht so weit. Ja, den Treiber, den gibt es scheinbar mit einer schwarzen Membran oder eben mit einer weißen. Das macht jetzt aber keinen Unterschied. Das ist halt eine rein optische Sache. Ja, die Bezeichnung ist halt Perles. Und dann hier oben steht es nochmal TC9FD18-08. Das ist die genaue Bezeichnung von dem Treiber. Ja, hier sehen wir natürlich bei 100 Hertz schon einen ziemlich starken Abfall, aber in Verbindung mit dem Transmission-Line-Gehäuse ist das ja eben nicht so. Da geht der Frequenzgang also noch deutlich weiter, ne? Weiter runter. Ja, hier sehen wir es nochmal richtig schön, ne? Also hier sind ja die 50 Hertz und erst ab da fällt er richtig ab. Ab da haben wir dann diese 3% Schalldruckverlust und bis da wird ja berechnet. Also 50 Hertz macht er noch ohne weiteres. Dann gibt es ja einmal Schalldruck, Frequenzgang, axial, ohne, mit Sperrkreis 1 und Sperrkreis 2. Also wenn wir jetzt mal schauen, ohne Sperrkreis, ich zeige das mal am besten mit dem Mausfall hier. Ja, der Mauszeiger ist in dem Moment dann weg. Also hier oben ist ja eine Spitze. Hier oben diese Spitze sozusagen. Ich soll gerade gucken, ob ich irgendwas anderes finde. Nehmen wir mal einen Kugelschreiber. Also hier oben diese Spitze, die ist vorhanden, wenn der Sperrkreis halt nicht geschaltet ist. Und dann haben wir halt noch zwei Sperrkreise, 1 und 2. Und je nach Wirkungsgrad ist das dann eben diese zweite Linie oder eben diese dritte, die kaum noch zu erkennen ist. Auf jeden Fall diese kleine Spitze hier im Bereich 2000 Hertz oder etwas unter 1500 Hertz, das lassen wir ohne weiteres gefallen. Zumal wir hier auch nochmal eine Spitze haben, die sogar noch etwas höher und im Hochtonbereich bei 10.000 Hertz oder 12.000 Hertz sowas. Und da kann ich erstmal mit leben. Ne? Also wie gesagt, ich werde den Sperrkreis mal ausprobieren, aber nicht innerhalb des Gehäuses, sondern wenn dann außerhalb angebracht und dann muss ich wirklich mal gucken, ist das in meinem Sinne ja oder nein. Und ja, dementsprechend werde ich dann halt für mich entscheiden, baust du den ein oder eben nicht. Ich meine, der Frequenzgang muss meiner Meinung nach nicht so hundertprozentig glatt sein. Also wenn ich damit leben kann, dass es hier gewisse Spitzen oder Senken gibt, dann ist das auch für mich in Ordnung. Im Großen und Ganzen, wenn man das mal grob nimmt, ist er ja schon relativ linear. Ne? Ja. Ja, hier ist dann auch nochmal die FIFA-Bezeichnung gewesen. Also als FIFA hieß er dann FIFA 9 BG119-8. Und das ist ja auch die Membranfläche, die ich jetzt momentan besitze. Also hier kann man auch nochmal schön lesen, ne? Piccolino 2. In der bemerkenswerten 50 Hertz Grenzfrequenz, ne? Die mit diesem Lautsprecher erzielt worden sind. Dank seiner beachtlich langhubigen Schwingspule von 2,35 mm linear Auslenkung sind diese Chassisklasse ungewöhnlich. Ne? Zeigt der 9BG119-8 eine beachtliche Pegelfestigkeit. Ja, das kann ich also soweit auch nachvollziehen. Also ich bin jetzt schon deutlich über Zimmerlautstärke gegangen. Klar fing da dann dementsprechend auch an zu schwingen, aber man merkt da ganz einfach, es sind noch lange nicht die Grenzen erreicht. Und ich sag mal, die Kombination Röhrenverstärker und diese kleinen Piccolinos, Breitband, Full Range, das ist schon eine ganz tolle Sache. Ja, die Klangqualität. Also ich möchte mich eigentlich gar nicht groß dazu äußern, zumal sie auch noch gar nicht eingespielt sind. Ne? Also nach 100, 120, 150 Stunden sieht das möglicherweise anders aus. Aber was ich schon jetzt sagen kann, ist, dass sie natürlich wesentlich erwachsener spielen, als sie eigentlich tatsächlich aussehen. Ne? Sie sind sehr filigran, sie bringen Details
Das ist schon Wahnsinn. Ne? Und da liegen auch wahrscheinlich die großen Vorteile gegenüber einem Drei- oder Vierwegsystem, ne? Dass das hier wirklich auf den Punkt alles genau kommt. Und das hat mich ja an dieser Box sowieso schon immer fasziniert, beziehungsweise an Full-Range-Lautsprechern. Und ja, das kann ich jetzt hier so erstmal eins zu eins wiedergeben. Ich weiß schon jetzt, dass sich das Klangbild noch weiter steigern wird. Ne? Die werden auch möglicherweise irgendwann noch erwachsener klingen, als sie es jetzt schon tun. Und ich bin schon jetzt sehr begeistert. Und ich denke mal, dass die Stärken sich noch weiter herauskristallisieren werden. Also noch weiter, als es jetzt schon sind. Und der Stimmbereich und aber auch Klavier und sowas, das kommt jetzt schon ganz fantastisch. Das mag natürlich auch daran liegen, dass kein Sperrkreis jetzt momentan installiert ist. Dadurch werden die Mitten natürlich noch so ein bisschen betonter. Also das ist ja gerade der Stimmbereich. Und ja, ich muss sagen, es ist eigentlich ganz in meinem Sinne. Und ich mag es wirklich, Lautsprecher einfach mal mit der Röhre zu betreiben, die einfach gestrickt sind. Und das ist hier jetzt der Fall. Wer gerne Klassik mag. Das Lied, das hören wir uns gleich noch mal ein bisschen lauter an. Kleinen Moment. Das ist hier die Platte von David Mundion. Stockfish Records. Also ich möchte mich jetzt an dieser Stelle von euch verabschieden und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielleicht habt ihr ja auch Interesse daran, mal so kleine Regallautsprecher zu bauen, die aufgrund des Tiefgangs vielleicht sogar wirklich überzeugen können und den einen oder anderen schon ja, mit offenem Mund dastehen lassen. Ne? Ich würde mal sagen, bis dahin, macht's gut, Freunde, bis dann, ciao.